Bei der Bioökonomie geht es darum, nachwachsende Rohstoffe zu nutzen, biotechnologische Prozesse zu nutzen. Ziel ist dabei, zu einer nachhaltigen Entwicklung, zu einem nachhaltigen Wirtschaften beizutragen. Wir benötigen dafür interdisziplinäres Wissen, Wissen aus den Naturwissenschaften, aus den Ingenieurwissenschaften, aber vor allem auch aus den Wirtschaftswissenschaften. Und genau das ist das, wo wir hier am TUM Campus Straubing mit dem Studiengang Bioökonomie ansetzen. Die Bioökonomie per se ist nicht nachhaltig. Wir versuchen, den Übergang zu forcieren von einer fossilen Wirtschaft hin zu einer Wirtschaft auf nachwachsenden Rohstoffen basierend. Und da greift unser Studiengang ein. Denn nachwachsende Rohstoffe per se sind nicht nachhaltig. Hier muss der Kreislaufgedanke rein. Und da verknüpfen wir die unterschiedlichsten Schwerpunkte in Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften mit der Ökonomie, mit der Volkswirtschaft, um den Studierenden die Sprache zu vermitteln und damit in den Bereichen zukünftig gut arbeiten zu können. Für mich ist Bioökonomie das perfekte Studiengang, weil du hast eine Verbindung zwischen Naturwissenschaften und Wirtschaft. Und die sind perfekte Grundlagen für naturwissenschaftliche Probleme bzw. Lösungen in die Wirtschaft zu bringen und in unserer realen Welt zu verwenden. Und dafür ist hier TUM Campus Straubing für mich das Perfekte. Der Studiengang Bioökonomie beantwortet Fragestellungen wie zum Beispiel: Woher kommen unsere Ressourcen? Was hat das für Auswirkungen auf die Umwelt? Wie kann man unsere Produkte nachhaltiger gestalten? Und diese ganzen theoretischen Grundlagen werden natürlich auch in der Praxis vertieft, wie zum Beispiel in dem Modul Entrepreneurship, wo wir versuchen, eigene Business-Ideen zu generieren. Mit dem Studium der Bioökonomie erwirbt man Kompetenzen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, aber natürlich auch der Natur- und Ingenieurwissenschaften. Ist damit prädestiniert, an der Schnittstelle zwischen diesen Bereichen zu arbeiten und damit diesen Transformationsprozess hin zu einer Bioökonomie wirklich mitzugestalten. Das kann man in Unternehmen machen, das kann man in Verwaltungen machen, das kann man in anderen Organisationen machen oder natürlich ausbauen, indem man in dem Fachgebiet weiter studiert, zum Beispiel den Master der Bioökonomie.